dokumentiere noch mal eben das Nebenschloss, was ich hier habe. Hier ist das Fett drin und das ist hart. Und wenn der natürlich verhärtet und landet irgendwo, wo er nicht landen soll, dann hat man da ein Riesenproblem. Daher sollte man das Schloss dementsprechend immer ölen. Oder eben halt das alte Fett entfernen. Dokumentiere das nochmal so. Hier ist ein Zahn weggebrochen, da an der Position. Kann man das sehen? Ja. Und da ist natürlich dran, ist klar, aber das ist hier das neuere Zahnrad. Und jetzt habe ich hier nochmal das Zahnrad 7, das ist dieses hier, ersetzt. Das andere ist nämlich defekt. Und jetzt kommt eben halt dieses neue hier noch rein. So, in dieser Position. Und dann schließt das Ganze auch wieder. Ja, der Vorteil ist, man braucht kein neues Schloss, sondern eben halt nur Ersatzteile da rein. Und dann hat man auch nicht mehr so viel Arbeiten damit, irgendwas anderes zu machen. Ja, die Nuss ist noch hier in Ordnung, ist noch hier nicht verrieben. Und sonst funktioniert auch alles noch ganz gut.